Ich habe neulich den schönen Satz gelesen, Pubertät ist, wenn die Eltern komisch werden. Und von Ihnen stammt der noch schönere Satz, die Pubertät ist ein ziemliches Arschloch. Ich spiele auf das Gedicht Stangenfieber. Ja, das war, da musste ich in die Schule, ja, das war schlimm. Ich gehe nicht zu Elternabenden, also ich bin nie zu Elternabenden gegangen. Warum nicht? Weil ich da traumatisiert worden bin, als Carla ganz klein war im Kindergarten, da wurde ich mal einbestellt. Zum Elternabend im Winter, weiß ich noch, da musste ich dann auf so einem winzigen Stühlchen sitzen, 1,5 Stunden lang in diesem Kindergarten. Ich kam rein und die Frauen brüllten sofort los, Stuhlkreis, Stuhlkreis. Und dann musste ich da sitzen und dann wurde über mich zu Gericht gesessen, denn unsere Tochter hatte ein anderes Kind von der Schaukel geschubst und hatte dabei gesagt, mach Platz für Satan. Ja, das war ein katholischer Kindergarten. Und das kam nicht an. Und dann musste ich da hin und dann haben die mich da fertig gemacht und 1,5 Stunden lang verhört. Und danach habe ich zu meiner Frau gesagt, ich gehe nie wieder zum Elternabend. Und dann musste ich aber doch wegen dieses Gedichtes, von dem Sie gerade sprachen, da hat die Deutschlehrerin in der 10D, wo meine Tochter reingeht, den Schülerinnen und Schülern eine Aufgabe gestellt, die sollten ein romantisches Gedicht verfassen. Und die Mädchen haben das super gemacht, die Jungs haben alle gegoogelt, was von Rilke abgepinnt. Nur einer nicht, Daniel, der hat sich super Mühe gegeben und hat einen ganzen Nachmittag Gedicht geschrieben und hat ein Fieber. Und der Vater, der Vater, Veilchen sind Titten, Rosen sind Titten, ich mag Titten, Titten. Ja, das war's schon. Ich finde, weil ich ja, Sie als Autor, ne? Ja, ich habe dann gesagt, ich finde es im Prinzip okay, super Rhythmus. Und dann haben die halt abgestimmt, wirklich, ob er so einen Verweis bekommt. Und es war aber nicht sexistisch genug. Dann hat seine Mutter gesagt, es wäre nicht sexistisch genug. Und dann ist er damit durchgekommen und sind wir alle nach Hause gegangen. Und der Daniel hat dann im Rausgehen zu mir gesagt, also, wenn Ihnen das wirklich gefallen hat, da, wo das herkommt, gibt es noch mehr. Ein Talent.